Herzlich willkommen zur 37. Folge Krastorio mit Felix. Hallo. Hier sind sogar noch Lichtbogenöfen drin, aber dann kann ich jetzt die restlichen Tempomodule hier reinschmeißen. Dann sollten davon zumindest schon mal ein paar verteilt werden. Dann Angriff. Mauern wird beschädigt. Ach, da unten schon wieder. Ja, ihr könnt ruhig mal hier ein bisschen häufiger angreifen, dann können wir nämlich da die Munition verschießen. Wie viel haben wir denn noch in unserem tollen Munitionswarenhaus? 42.000, verdammt. Ein bisschen mehr, ne? Als wir brauchen momentan. Ja, guck mal, aber das hier vorne, das könnten wir eigentlich schon komplett rausnehmen. Weil das brauchen wir ja eigentlich dann nicht mehr. So. Dann holen wir nochmal die Karre hier und gucken mal, ob wir eventuell da hinten ein bisschen Plates oder wie das da ist. Das mache ich schon gerade. Okay. Kriegst du alles mit? Ja, ich habe ja ein Auto. Aber da ist noch was drin. Da, 30. Und da. Ja, das sind die, die schon nachproduziert wurden in der Zeit. Das ist echt wenig. Wieso habe ich das Gefühl, dass du schneller bist mit deinem Auto? Weil du die Strecke kennst, ne? Höchstwahrscheinlich. Ja, so viel dazu, ne? Ja, aber das Schöne ist ja, hier wirst du gleich repariert. Okay, ich hätte vielleicht dann aufs Inventar schon draufklicken sollen. Dann bekomme ich auch keine Fließbänder ins Inventar. Okay, was fehlt denn sonst noch hier? Was fließt? Wieso Fließbänder? Achso, hier unten. Okay. Hä, aber wo sind denn die ganzen Bauroboter? In den Stationen drinne, aber da unten fehlt vermutlich Roboterabdeckung. Ja, das bin ich ja gerade dabei, deswegen baue ich ja gerade die tollen Sachen hier. Weil ich brauche nämlich jetzt einen, der noch hier oben fehlt. Das ist der hier. Der muss nämlich nach dahin. Hast du zufällig große Strommessen? Müsste ein bisschen schneller gehen. Und dann bauen wir hier schnell hin. Weil sonst stürzen mich unsere ganzen Roboter hier gleich ab, weil da ist nämlich nicht mehr viel Strom drin. Der muss ein tiefer, oder? Nee. Hä, das täuscht. Täuscht das so? Ja. Nämlich, warte mal, ich habe auch ein paar Roboterhangare ins System gepackt. So, dann könnte der dahin. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier. Oh, das passt sogar. Und dann können die nämlich. Hat es eigentlich irgendeinen Grund, dass du hier mit den Teilen gelegt hast? Ja, da habe ich angefangen mal gehabt. Das habe ich aber noch nicht abgerissen. Das kommt gleich. Hast du noch einen Strommast? Kannst du mal von hier aus die Maximallänge nach unten legen? Von dem hier oben? Ja. Das reicht. Ja, das reicht nicht. Oh, echt jetzt? Das ist genau ein Feld zu wenig? So, jetzt geht's los. Jetzt können sie da ordentlich Gas machen. Alter, guck mal an. Da kommen sie. Oh. So, jetzt kriegen die mich hier unten ihr Zeug alles ab.
kann dich nicht hören, du musst lauter reden. Der Presslufthammer ist ein bisschen laut. Ja, das Ding ist echt Wahnsinn. So, dann haben wir mich jetzt hier unten. Oh shit. Die Dings, und dann sollte jetzt unsere Eisenplattenproduktion, vorausgesetzt, Alter, sind alle Roboter unterwegs oder was? Nee. Haben wir keine Fließbänder mehr da drin oder was? Möglich, da kannst du aber, glaube ich, welche aus einem der 37 Autos, die da stehen, nehmen. So, weil dann könntest du. Ne, immer noch nicht. Weil es fehlen noch die ganzen Teile oder was? Und Strommästen fehlen auch. Da hattest du Roboterhanger reingepackt. Dann packe ich das Teiler und Untergrund sind ja in dem Auto, was ich dir mal hingestellt habe, drin. Das hatte ich halt nur noch nicht umgepackt. Fließbänder, Untergrund, Teiler, die da. Knickarme, die da. So, jetzt guck mal bitte auf die Produktion von Eisenplatten. Auf die Minute gesehen. Ja. Ja, geht leicht nach oben. So, von 5000 auf 11.000. Kurzfristig. Ja. Aber warte. So. Jetzt gucken wir mal. Müsste jetzt eigentlich gleich noch mal ein bisschen mehr werden. Ne, geht runter. Hä? Wieso geht das jetzt runter? Es schwankt ganz schön, ne? Ja. Liegt aber daran, dass die halt immer eine gewisse Zeit brauchen, bis sie ihre Eisenerz da sozusagen insgesamt drin haben und dann erst einen Durchlauf. Na ja, gut, nee, die müssen jetzt erstmal alle leer laufen. Das auch. Dass es dann losgehen kann. Ich glaube, ich müsste da vorne nochmal. Ich müsste hier vorne nochmal. Haben wir noch Teiler hier? Reinsetzen. So, und jetzt können die jetzt nach und nach leer laufen. Und nach sollte die Produktion sich jetzt anpassen. Ja, wenn du jetzt mal auf 10 Minuten guckst, dann siehst du, dass sich die Produktion anpasst. Kleiner Nebeneffekt. Wenn die Schmelze läuft, kommen wir mit unserer Produktion von knapp 8000 Eisenerz und einem Verbrauch von 28.000 Eisenerz nicht mehr hin. Ich weiß. Das ist schlecht. Gut, das heißt, ja gut, ist ja erstmal egal. Das läuft jetzt hier erstmal nach und nach wieder leer. Dann haben wir halt die vollen Dinger, dann kann ich jetzt anfangen. Schmelze, Eisenerz, Anlieferung. Dann können wir nämlich jetzt gleich demnächst in den nächsten Folgen sozusagen die Züge oder die Zugstrecken bauen.
Flecken von die Schmelze, muss dann ja so noch einmal komplett umziehen. Aber so haben wir wenigstens schon mal hier die ganze Geschichte schon mal nicht schlecht geplant. Und dann, so, genau, jetzt. Ne, ist immer noch nicht ganz, hier unten. Okay, ne, jetzt sind wir auf Maximalproduktion. 16.000 Eisenplatten pro Minute. Das heißt, 32.000 Eisenerz pro Minute brauchen wir. Ja. Ich habe ein bisschen dein Lager sortiert und das Holz mitgenommen. So, und die Türme sind auch fertig. Beziehungsweise 10 fehlen noch. Die du bauen musst oder die du gebaut hast? Die ich gebaut habe. Guck mal, ich habe übrigens ein Holzwarenhaus mal hier hingesetzt gehabt, wo wir unser Holz reinschmeißen können, wenn wir was im Inventar haben. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und bis wir soweit mal voll haben, dauert ja. Also Tempomodule sind ja gut dabei. Ja. 263 Stück. Weißt du was? Da musst du aber auch unten bei den Maschinen darunter welche reinpacken. Ja, klar. Dann könnten wir, naja, die brauchen ja gar keine, doch, die brauchen rote Schaltkreise da oben. Dann könnten wir nämlich sagen, wir nehmen die roten Schaltkreise, die höchstwahrscheinlich auch leicht unter Druck geraten, kriegen nochmal 2er Module anstatt 1er. Muss ich mal gucken, wo ich jetzt die 1er Module noch loswerden kann in den Kisten. So, da. Ja, die sind alle begrenzt, also einfach aufmachen und mal reinschieben. Ne? Ja, ich habe es jetzt erstmal so eingeschmissen. Alles klar, dann haben wir das auch erledigt. So, nächstes Problem ist, hier kommt irgendwas nicht an. Blaue Forschungsteile, Geräte. Oh. Die blauen Forschungsteilegeräte produzieren nicht genug aufgrund von Glasmangel. Okay. Gut, dann gehe ich mal nach Glas runter gucken, wa? Ja. Wo war denn das Glas? Das war ganz hier unten, ne? Ganz unten, ja. Verdammt. Kannst du mal kurz mit runterkommen? Ja. Kannst du eventuell Stahlträger mitbringen? Ja. Packe ich einmal mein Auto oben. Und jetzt kann ich zum Auto nach oben laufen. Toll. Oh ne, warte mal, für was war die Kohle hier?
Oh, die Kohle war für Silizium. Ups. Und Fließbänder hast du zufällig auch noch dabei? Nein, nicht wirklich. Ich hol mal. Und blaue Greifarme? Ich hole. Quascher, 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 das sind auch Quascher. Ja. Okay, ich fahre selber nach oben. Das dauert mir zu lange hier. Okay. Keine Zeit, um 10 Minuten rumzustehen. Die Stahlträger, ne? Das ist ein großes Problem. Weil du einfach Stahlträger für alles brauchst. Ja. So, wann bist du unten? Mein Auto steht schon unten. Habe ich gut geparkt, ne? Ja, hier muss aber die Dings hin. Ich schmelze jetzt. Sagte er, wo sein Auto genauso scheiße steht. Mein Auto steht aber nicht im Weg. Brauchen wir noch ein paar davon? Kannst du schon anfangen anzuschließen? Ja. Wie war dein Plan anzuschließen? Greifarme? Ja. Okay, ich hätte vielleicht die Greifarme in mein Inventar nehmen sollen. So, das schnell. Oh, hast du noch Untergrund? Ja. Oh, falsch. Passt. Soll doch die Teile richtig rumsetzen, die Fließbänder, ne? Oh. So, Untergrund schnell, das da, das da. Oh, du hast Strommisten, ich nehme mich nicht. So, meinst du, das reicht? Es ist auf jeden Fall um einiges mehr als das, was wir vorher hatten. Ich glaube aber, dass du mit einem Greifer mit Einladung nicht hinterherkommst. Ich habe auch erstmal nur überhaupt irgendwas gesetzt. Nee, reicht, ist, reicht nicht. Gut, Strom ist zunächst in die Seite. Okay, also wir haben so auf alle Fälle ein volles Band. Also beziehungsweise, obwohl nicht immer. Wir brauchen mehr Sand. Sonst haben wir mehr als genug. Wir brauchen einfach schnellere Fließbänder.
die jetzt hier hinterher. Die sind Produzenten hier. Oh, der braucht ja dann noch einfach mal schnell. Alter, das reicht immer noch nicht. Warte mal. Das läuft da lang. Ach, das ist da vorne erst angekommen. Das ist noch nicht mehr in der Basis oben. Für was brauchen wir die denn jetzt? Ach, für die blauen. Ja, für die da. Ach so, und für die elektronischen Dinger da. So, bin ich jetzt mal gespannt, ob das reicht. Ansonsten wird wahrscheinlich bräuchten wir wahrscheinlich ein volles Band. Also ein ganzes Band. So, da staut es sich absolut gar nicht. Wie viel passt denn? Okay, das hat andere Probleme. Hast du mal auf den Strom geschaut? Nein, ich erwarte vermutlich daran, dass es Nacht ist, glaube ich. Ich hoffe es. Nur unsere Solarpanels machen 80 Megawatt. Das heißt, wir würden dann auf 240 Megawatt kommen. Selbst dann reicht es nicht. Na gut, die mal so nebenbei gebauten 290 Lichtbogenöfen für die Schmelze, die jetzt mal auf Platz 1 geschossen sind. Ja. 100 kW, das heißt 86,5 mal. Das könnte gerade so reichen, aber dann laden wir Akkus nicht wirklich. Ja. Na, mal gucken. Die steigen jetzt auf 86,5 Megawatt. Doch, es reicht. Wir machen aber gerade mal so viel, dass wir die Akkus mit 4 Megawatt laden können. Ne? Dann sollten wir vielleicht mal unsere Solaranlage verdoppeln oder so weit, was wir auch mal mit der gerade stehen haben. Ja, sollten wir definitiv tun. Oder haben wir noch andere Stromgenerierungsmöglichkeiten hier in diesem Pack? Außer Uran, also Atomkraft. Was ist das denn hier? Verbraucht Strom? Nein, wir brauchen irgendwas, was Strom herstellt. Was machst du da? Purification. Was machst du hier? Biolabs. Okay. Query Mineral Extraction. AI Core. Singular. Doch, hier, Fusionsenergie. Advanced Steam. Das ist doch Kernenergie. Nein. Kernenergie macht nicht so viel wie Fusionsenergie. Weil Fusionsenergie maximal verbraucht pro Reaktor 2 Gigawatt. Kernfusion und Fusion ist so ziemlich das gleiche, aber ja. Dann frage ich mich. Das ist zumindest von der Physik her das gleiche. Kernfusion. Aha. Ja, und Kernfusion und Kernspaltung. Genau, Kernspaltung. Aber Fusion ist was anderes. Aber na, guck mal, was das kostet. Alter Schwede. MTDT Fuel Cell mit Leichtbauteil und Rare Metals. Mit Tritio und Heavy Wo. Ach du ahnst es nicht. Aber überleg das mal, 2 Gigawatt, ne? Ja. One Reactor is able to support 40 large turbines to work, requires fusion fuel and water.
Okay. Machen wir in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.